nähern uns. Kurs sieht gut aus. Das ist es. Das ist Meridian. Oder Key to Sierra, wie die Cat es nennen. Sieht aus wie eine gigantische Raumstation. Ich aktiviere Ghost Storm. Auf mein Zeichen. 3, 2, jetzt! Feindliche Signatur entdeckt. Verfolgung aufnehmen. Hager, es funktioniert! Ein Haufen Cats sind unterwegs. Wir ziehen uns zurück. Jetzt sind sie dran, Tempest. Wir sollten sie so nah wie möglich daran bringen. Die Werte sind enorm, vielleicht eine Art Kontrollzentrum. Ich sehe keine Landestelle. Das wird schwierig. Wie schwierig? Ryder, ein Vorbeiflug ist unsere einzige Wahl. Ich gehe so tief wie möglich, aber Sie müssen über dem Zielgebiet aussteigen. Kein Problem, ich bin schon so oft irgendwo rausgefallen. Das stimmt. Angefangen bei unserem Date auf diesem ersten Planeten. Habitat 7, das war kein Date. Ich frag mich jedes Mal, ob ich ein Déjà-vu hab, wenn sie wie ein Engel vom Himmel stürzen. Okay, Sie kennen das. Achten Sie auf Ihre Sinkrate. Den Rest erledigen die Schilde. Es sieht gut aus. Die Cat haben uns noch nicht entdeckt. Was sich allerdings definitiv ändern wird, sobald wir da hineinfliegen. Wir kommen schon klar. Bringen Sie einfach sich und die Tempest heil wieder raus. Verstanden. Geht's allen gut? Ich glaube, ich habe mir den Kopf angeschlagen, aber sonst ist alles bestens. Wir müssen das Gebiet auskundschaften und rausfinden, womit wir es zu tun haben. Es gibt hier in der Nähe einige aktive Leitungen. Ihr Scanner müsste sie orten können. Pathfinder, ich bin bei der Interaktion mit dieser Konsole auf ein komplexes Netzwerk gestoßen, das durch eine Kommandozentrale verbunden ist. Eine Zentrale? Soll das heißen, wir haben das Kontrollzentrum von Meridian gefunden? Höchstwahrscheinlich. Es ist allerdings inaktiv. Lassen Sie uns sehen, was es mit Meridian auf sich hat. Zuerst sollten wir das Zentrum finden. Pathfinder, was wir dort sehen, ist die Kommandozentrale, die ich entdeckt hatte. Genau wie bei den Monolithen und Gewölben ist auch die Zentrale mit den beiden benachbarten Türmen verbunden. Wenn wir also die Türme aktivieren, aktivieren wir dadurch auch die Kommandozentrale. Wir könnten es also einfach so machen? Den Schalter umlegen und schon haben wir Meridian? Und was machen wir mit den Cat? Wir haben erlebt, dass bei der Aktivierung eines Gewölbes auch ein Reinigungsfeld aktiviert wurde. Vielleicht ist es in Meridian ja ähnlich. Sehen wir uns mal an, was wir bei diesen Türmen so finden. Pathfinder, durch die Interaktion mit dieser Konsole wurde ein Gravitationsschacht aktiviert. Sehen Sie sich diesen Ort an. Er ist einfach überwältigend.
Pathfinder, ich empfange Funkinterferenzen. Enkett-Signal. Alarm! Das Signal war nur ein Köder. Keter Sera wurde infiltriert. An alle Einheiten. Konzentriert euch darauf, den Pathfinder unschädlich zu machen und gefangen zu nehmen. Gefangen nehmen heißt bei den Cats so viel wie schießen, bis sie am Boden liegen. Dann wollen wir mal. Cat über uns! Wir sind völlig ungeschützt! Die Säule kommt mir bekannt vor. Hier waren wir schon, oder? Nein, irgendwie sehen hier alle Säulen gleich aus. Kommandozentrale. Als erstes sollten wir uns aber vermutlich diese beiden anderen Türme ansehen. Hier ist überall Cat-Ausrüstung. Sie müssen diesen Ort studiert haben. Dieser Ort ist ja riesig. Hoffentlich verlaufen wir uns nicht. Wow, Pflanzen! Was hält sie am Leben? Feindliche Shuttle im Anflug. Überwuchert. Auf das hier war ich nicht vorbereitet, Ryder. Alien-Technologien, seltsame Lichter. Hey, das sieht aus wie eine Reliktkonsole, die wir benutzen können. Diesen Platzregen verursacht? Entweder das oder die Schöpfer mochten Regen einfach. Hm.
dann nehmen wir sie uns mal vor. Das ist ziemlich viel Kent-Ausrüstung. Anscheinend haben sie hier ein Lager aufgeschlagen. Falls uns mal das Wasser ausgeht, können wir es hier wieder auffüllen. Wasser scheinen sie hier nämlich mehr als genug zu haben. Ich erfasse funktionsfähige Relikttechnologie. Wir könnten sie gegen die Cap einsetzen. Das muss besser werden! Verdammt, die kriegen Verstärkung. Ich glaube, das war erstmal der letzte. Ich komme mir hier langsam vor wie Alice im Wunderland. Wie wär's mit ein bisschen Licht? Was zum Teufel? Übersetze. Muster 1-3. Lebensfähigkeit 56,2%. Genetische Vorlage für Tests übertragen. Haben Sie Experimente an ihnen durchgeführt? Ich analysiere die Glyphen. Dies sind Prototypen genetischer Entwürfe. Sie wurden beständig weiterentwickelt. Mit Meridian wurde eine Spezies erzeugt, die in diesem Cluster leben sollte. Die Angara. Sie erschufen Leben? Dann war alles... Wir haben bisher nur an der Oberfläche gekratzt. Woher sie stammen, ist unwichtig. Es ändert nichts daran, wer die Angara heute sind. Bei Meridian geht es also nicht nur um Terraforming. Es kann Leben erschaffen. Aber warum sollte man so etwas tun? Ich kann nichts über die Absichten der Reliktschöpfer sagen. Sie erschufen Leben. Der Archon könnte das umkehren und Leben vernichten. Helios ist ein Zuhause für die Angara und uns. Gemeinsam können wir verhindern, dass der Archon es zerstört. Wir müssen zu dieser Steuerung. Wenn wir die Steuerung von Meridian als Erste knacken, sorgen wir dafür, dass der Archon sie nicht benutzen kann. Jarl ist unser Freund.
Wir müssen ihm sagen, was wir über die Angare rausgefunden haben. Ich weiß. Wir werden ihm alles erzählen. Dann kann er entscheiden, wie er seinen Leuten das Ganze verkauft. Das kommt mir vor wie die Präsentation einer neuen Entwicklung. Wenn sie die Angare erschaffen haben, konnten sie auch das hier erschaffen. Ich wette, der Archon weiß über die Angara Bescheid. Deshalb will er auch unbedingt rausfinden, wie sie erschaffen wurden. Geschafft. Die gesamte Stadt ist wieder online. Der Tümpel ist weg. Und sehen Sie mal, darunter war ein Labor versteckt. Sehen Sie sich das alles an. Das ist einfach unglaublich. Ein Turm ist aktiv. Jetzt fehlt nur noch einer, damit wir Zugang zur Kommandozentrale erhalten. Oh, ich wünschte, wir hätten nicht die Cat im Nacken. Ja, dann könnten wir uns hier in Ruhe umsehen. Das ist ja mal eine merkwürdige Pflanze. Dieser Organismus scheint in einer Art Stase zu sein, Pathfinder. In den Daten, die ich finden konnte, wird die Pflanze als Prototyp bezeichnet, als Entwurf. Genexperimente. Aus. Wir haben... Grausam! Komm schon! Echt jetzt? Sehen Sie sich all die Lichter an. Können Sie sich vorstellen, wie es war, als alles funktionierte, als die Schöpfer hier waren? Und wie stellen Sie sich einen Schöpfer vor? Groß, leuchtend, vielleicht aber auch klein, dick und leuchtend. Ich habe sie mir immer als Zähne vorgestellt. Einfach nur Zähne. Überall. Werden die Cat von der Aktivierung Meridians irgendwie profitieren? Die Truppen des Archons sind schon seit Jahren hier und verstehen die Relikte. Wir müssen uns einem dieser Türme nähern. Um den Kern von Meridian zu erreichen, müssen wir beide aktivieren.
Einen Turm müssen wir noch aktivieren. Ich muss das jetzt einfach sagen. Verrückte Tech, mysteriöse Spezies. Erinnert das sonst noch jemanden an die Proteaner? Ja, aber diesmal bin ich die Pionierin, die mit dem Zeug Fortschritte erzielt. Das ist das Coole daran. Maß an Geistlichen. Seien Sie vorsichtig.